Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, ihr wisst es doch, Craft Attack 7. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich muss euch kurz darüber informieren, meine Damen und Herren. Ich habe ja ein eigenes Spiel, das heißt Hourglass. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, Link ist wahrscheinlich unten in den Kommentaren, dann packt Hourglass doch gerne auf eure Steam-Wunschliste. Es ist völlig kostenlos. Es ist mein eigenes Spiel. Wir arbeiten da wirklich jeden Tag stundenlang mit Herzschmerz. Nicht mit Herzschmerz, mit Herzblut. Mit Herzschmerz. Mit Herzblut arbeiten wir daran. Und ja, wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann checkt es doch gerne aus. Packt es auf die Steam-Wunschliste. Die Alpha davon rückt immer näher, habe ich mir sagen lassen. Ich habe da ein Leak mit den Entwicklern, ihr wisst. Aber ja, wir sind in Craftech und darum geht's. Übrigens, ganz kurze Information. Ich habe bereits mit dem Singleplayer-Projekt angefangen. Dazu kommt die Tage ein Video. Ich habe den ganzen Anfangskram schon gemacht. Der ganze langweilige Bums, der ist schon durch. Aber keine Sorge, ihr habt da jetzt nichts großartig verpasst. Dazu kommt noch ein Video. Und falls ihr den ganzen Anfangsbums noch mitschauen wollt, dann schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Aber jetzt geht es tatsächlich hier um Craftech. Beim letzten Mal haben wir den Diorite Vernichter gebaut. Ich habe ihn mittlerweile so oft benutzt, dass das TNT leer ist. Belastend. Aber was wir jetzt gerade machen, ist, wir bauen die erste Farm. Wir gehen mal ganz kurz. Eine Sache, die wir beim letzten Mal vergessen haben tatsächlich zu machen, die ich dann offscreen quasi erledigt habe, weil es irgendwie ein befriedigendes Gefühl war, war, wir haben die Diorite Vernichtungsmaschine von unserer Liste der Sachen, die wir noch machen müssen, gestrichen. Die war ja hier oben. Die ist jetzt nicht mehr da. Also hier über dem Schnellofen stand die. Die ist jetzt nicht mehr da und wir sehen, die Liste leert sich langsam. Wir haben noch einige Sachen zu tun. 6 Stück der Sachen befinden sich im Keller, die wir tun müssen. Darunter zählt der Schnellofen, die Zuckerrohrfarm, die Kaktusfarm, die Creeperfarm, die XP-Station und die Bambusfarm. Und die anderen 5 Sachen, wie Mos Eisley, der Lufttempel, die Wüste, Pyramide aus Gold und Wasser und Dämpel, also das Schild ist eine Sache, dieses oberhalb. Und damit wir das so ein bisschen in Waage halten und mal eine Folge oben, mal eine Folge unten machen, dachte ich mir, wir machen jetzt noch was unten, dann nochmal 5 auf jeder Seite und das ist cool. Und deswegen arbeiten wir schon hier an der Kaktusfarm. Genau, an der Kaktusfarm arbeiten wir jetzt bereits seit, weiß nicht wie lange arbeite ich, weiß nicht, eine Stunde oder so, sind wir da schon dran. Und ich möchte euch natürlich das nicht vorenthalten. Bis jetzt machen wir nichts Wildes, wir haben nur Infrastruktur gemacht und das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Ihr kennt ja noch diesen Gang hier, Wassergang, also das haben wir ja schon in einer früheren Folge gebaut. Und der geht jetzt hier weiter. Wir haben nur den Raum ein bisschen größer gemacht, weil wir ein bisschen gezählt haben und so. Und ihr seht, hier ist noch nichts Farmmäßiges gebaut, sondern wir haben einfach nur hier diesen Mittelgang mal fertig, also so, also das Design ist fertig. So, das hier wird das Design vom Mittelgang. Und geguckt, wie wir das technisch machen. Es soll nämlich einen Mittelgang gehen und hier links und rechts von uns sollen dann ganz viele Kakteen wachsen. Das ist der Plan. Bis hier hinten hin. Denn wir haben dann insgesamt 4 Kakteenmodule. Die befinden sich immer hier. Die gehen auch noch weiter nach hinten. Also ich weiß nicht, wie viel weit, aber noch ein paar Dinger gehen nach hinten. Wir können ja mal ganz kurz zählen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dann gehen die theoretisch 0 nach hinten. Ja, tatsächlich gehen die dann 0 nach hinten. Tatsächlich bleiben die dann so groß. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Vielleicht ändern wir hier noch was am Dings, aber diese 8 sind festgelegt durch die Wasserlauflänge. Kann sein, dass wir trotzdem noch weiter nach hinten gehen und dann diesen Wasserlauf ein bisschen verlängern. Da muss ich gucken, wie ich die Kakteen hier reingespült kriege, aber das kriegen wir schon alles hin. Darum geht es jetzt gerade gar nicht. Der Weg von hier nach hier, das sind genau übrigens 8 Punkte, also 8 Blöcke. Das heißt, wir können hier dann Wasser laufen lassen und über uns wachsen quasi die Kakteen und fallen dann hier ins Wasser, gehen hier runter, fallen in den Mittelgang und werden hier lang gespült. Alles, was hier lang gespült wird, kommt in diesen Mittelgang, zack, und geht hier rein. Hier haben wir eine Glasscheibe und auf der anderen Seite exakt dasselbe. Also diesen Fluss, der hier reinkommt, machen wir nochmal auf der anderen Seite und den machen wir nochmal hier. Also einmal hier und einmal hier, das ist der Plan. Und wir haben dann hier ein Modul, das sind jetzt auch wieder 8, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier kommt dann auch genau einmal Wasser, hier kommt auch genau einmal Wasser. Und das ist ein Modul, das kommt nochmal exakt hier hin, dahin und dahin. Dann haben wir insgesamt 4 Stück, wo wir Kakteen wachsen lassen. Und was wir jetzt erstmal machen, ist diesen Mittelgang hier komplett fertig, damit wir das schon mal erledigt haben. Und dann können wir uns um die ganzen Kaktusfelder kümmern und auch wie hoch die werden und so. Das müssen wir auch nochmal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ich würde hierfür gerne nicht ewig brauchen. Also ich würde gerne ungern so viele Streams machen und hier dran an dieser Kaktusform hängen. Hier geht es auch nicht weiter, actually. Weil, ja, dieser Mittelgang muss ja nur bis hier. Hier kommen die letzten Items rein. Weiß ja nicht genau, wie ich das hier mache. Vielleicht machen wir so einen kleinen Bambusgarten hier an die Ecke oder so. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe schon sehr viel Bock. Ich glaube, das wird
ziemlich cool aussehen, wenn wir fertig sind. Vor allen Dingen, weil wir die Items, die runterkommen, ja immer verfolgen können. Wir haben ständig Überblick über die Items, die hier lang schwimmen. Und das finde ich irgendwie eine sehr, sehr, sehr nice Base-Idee. Das ist ein sehr, sehr nices Konzept. Ich habe es ja auch mir selber ausgedacht. Also wäre doof, wenn ich das dann doof finden würde. Aber ja, daran arbeiten wir jetzt gerade. Und ich denke mal, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier diesen Mittelgang soweit fertig habe. Den machen wir nochmal. Und wenn ich dran denke, glaube ich, können wir von diesem Mittelgang und von den Seitengängen noch mal eine kleine Third-Person-Timelapse machen. Oder was sagt ihr? Haben wir noch lange nicht mehr gemacht. Können wir mal wieder machen. Komm, let's go. So, ich hoffe, euch hat diese kleine Timelapse gefallen, falls ich daran gedacht habe, die reinzuhauen. Ich habe schon ein bisschen mehr was gemacht, und zwar testen, testen, testen. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz. Wir gehen mal einfach ganz kurz hier übrigens, Klimtopia, in die Testing-Welt. Und zwar das hier haben wir getestet, links und rechts, was am effizientesten ist. Wir hatten das vorher mit Strings, dann kamen wir noch auf die Idee, da einfach Zauntore hinzusetzen, weil mit Glasscheiben hatten wir das. Weil Zauntore keine Collision haben. Aber andere Geschichte. Es stellt sich heraus, dass links langsamer ist als rechts. Also ich habe jetzt rechts gerade eben alle Kakteen entfernt. Also rechts ist tatsächlich hier, ist effizienter als links. Wir haben hier den Random Tick Speed erhöht. Deswegen brauchen wir dieses Design hier in unserer Welt. Und wenn wir es dann mal angucken, wie wir hier weitermachen, dann sehen wir, dass sich hier einiges anpassen muss. Also hier ist nochmal einige Zeit reingeflossen in das Design. Weil wir hier einen Wasserblock zu wenig haben, damit das bis da ganz hinten geht. Und deswegen haben wir einfach hier ein Eis hingepackt. Dadurch konnten wir das hier wieder komplett durchziehen. Und ja, es haben sich einfach ein, zwei kleine Änderungen ergeben, die Zeit gekostet haben. Aber wenn man es schon macht, dann macht man es richtig, würde ich sagen, oder? Man muss auch auf die Details achten, finde ich. Und wir haben dann hier dreimal, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau, 8 Stück. 8 mal 3 Kakteen hier stehen. Wie viel sind 8 mal 3? Sind 24, glaube ich, ne? Das Ganze mal, also hier 24 Kakteen haben wir hier in einem so einem Ding. Das Ganze mal 2, also das wird 2 hoch sein. Das heißt, wir haben 48 Dinger in einem so einem Ding. Und das Ganze mal 4, das müssen 192 Kakteen sein, die wir dann hier stehen haben und die wachsen. Ist nicht die größte Farm auf dem ganzen Server, wie ich es früher vorhatte. Aber die größte Farm des noch aktiven Craft-Tech-Spielers. Denn ich bin der einzige Craft-Tech-Spieler, der es noch aktiv spielt. Ja, ist mir tatsächlich auch relativ wurst, ob es jetzt die effizienteste auf dem ganzen Server ist. Es ist, finde ich, so mit dem ganzen Wassersystem auf jeden Fall die coolste. Ja, das Ganze wird dann in unser Lagersystem kommen, hier über dieses Wassersystem. Keine Hopper, kein gar nichts, nur Wasser, das es bis nach hier hinten bringt. Und wir müssen auch keine Angst haben, dass die Kakteen die spawnen, weil die sind innerhalb von nicht mal 30 Sekunden hier unten und dann unten in unserem System, wo die vom Hoppern aufgenommen werden. Das heißt, da wird der Timer, der Despawn-Timer ja wieder resettet. Also alles entspannt. Und das Ganze müssen wir jetzt weitermachen. Das Ganze hier mal 4. Die Decke noch irgendwie schön. Also ich werde die innerhalb des Kakteens einfach nur plain Glowstone machen. Glowstone sage ich schon. Plain Sandstone machen. Und hier auch diese Wand hier hinter wird auch nur Sandstone sein, weil ich, ja keine Ahnung, also ganz ehrlich, wir sehen eh meistens die Kakteen und nicht, was es dahinter ist. Und da muss ich jetzt nicht so die Ewigkeiten dran sitzen. Wir müssen die Wände noch mal ein bisschen ausweiten. Das heißt, tatsächlich muss ein bisschen größer werden, weil wir hier noch bis hier hingehen müssen, um die Wände vernünftig reinzusetzen. Das heißt, überall müssen noch mal eine Zweierwand ausgehoben werden. Die Decke muss noch mal ein bisschen weiter ausgehoben werden. Aber hey, wir haben auch schon nach hinten hin weiter ausgehoben. Also alles entspannt. Ja, und das wird jetzt quasi unsere Aufgabe sein. Also würde ich mir sagen, mache ich mal weiter. Und wir gucken einfach gleich mal, wie weit wir gekommen sind. Okay, kleiner Zwischenbericht. Wir bauen jetzt schon eine ganze Weile. Zweiter Stream. Ich denke mal, morgen im dritten Stream werden wir es hier durchkriegen. So sieht es mittlerweile aus. Ja. Also, das hier ist natürlich noch alles nicht fertig. Und optisch ist sowieso noch nicht schön. Aber das ist erstmal die Optik. So können wir reingehen. Wir haben alle vier Bereiche schon jetzt, was Boden angeht, fertig. Ja, das Wasser können wir eigentlich hier auch schon mal reinfüllen. Dann sind diese Schächte auch fertig, die nach unten gehen. Hier in diesen Hauptwassertunnel. Das Item-Transportationssystem ist auch schon komplett fertig, aber das haben wir eben schon gezeigt. Und bei den Kakteen wissen wir jetzt mittlerweile auch, wie hoch sie sein sollen. Haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, noch ein bisschen überlegt, im letzten Clip. Ja, zwei hoch werden die sein. Und ich habe extra Glowstone hier unten ausgetauscht und das jetzt oben hin gemacht, weil die müssen ja auch genug Licht haben zum Wachsen. Und die wachsen auch, wenn über denen ein Glowstone ist. Also hier, also Kaktus, Luft,
Glowstone. Also wenn das hier der Kaktus wäre und das hier der Glowstone ist, dann wachsen die trotzdem nochmal hoch. Das haben wir extra ausprobiert in einer anderen Welt. Das geht also. Und deswegen habe ich das hier so gemacht. Ich habe die Glowstones unten entfernt, weil das wäre sonst übelst doppelt gemoppelt gewesen. Und ich möchte ein bisschen Glowstone sparen. Ja, hier oben ist Half-Slabs angesagt. Das machen wir natürlich überall rein. Hier kommen die Fenster noch rein. Hier kommen die Fenster auch rein. Und dann haben wir hier überall da, wo jetzt ein Glowstone steht. Und halt auch in den zweiten Reihen. Hier auf der Seite sind die zweiten Reihen schon gebaut mit Glowstone. Hier noch nicht, weil wir haben noch einen Glowstone über. Das wird ein bisschen knapp für das alles da. Müssen wir noch mal ein bisschen Glowstone farmen gehen. Aber grundsätzlich sind wir hiermit fertig. Hier zimmern wir noch irgendwie eine Wand hin, so, weiß nicht. Irgendwie so, dass man natürlich nicht hier den Stein sieht, den ich da wieder hingebaut habe. Keine Ahnung, vielleicht baue ich das auch noch ein bisschen um. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Vielleicht mache ich eine zweibreite Wand, irgendwie mit ein paar Details. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Dann müssen wir eigentlich nur noch die Kakteen draufsetzen. Und Wasser hier unten reinballern. Und dann ist die Farm schon durch. Die braucht ja weder Redstone noch sonstiges. Ja, Wassertransportationssystem ist schon fertig. Also fehlt gar nicht mehr so viel. Deswegen würde ich sagen, baller ich jetzt einfach mal durch und zeige euch gleich vielleicht sogar schon die fertige Farm. Und wenn nicht, dann wenigstens ordentlichen Fortschritt. So, meine Damen und Herren, wir sind fertig. Wir haben es komplett fertig gemacht. Die Kaktusfarm ist fertig. Und wenn wir hier ein bisschen diesen... Ah, guck mal, flop! Da ist schon Kaktus runtergedroppt. Ja, passt perfekt auf die Kanone. Da wird jetzt ab und zu immer Kaktus runterdroppen. Denn das ist... Ah, guck mal, da kommt der nächste Kaktus. Denn das ist das Erzeugnis aus meiner Kaktusfarm. Demnächst wird da nicht nur Kaktus rausploppen, sondern ich weiß nicht, ob wir da... Oh, guck mal, der nächste. Ob wir da noch Bambus hinmachen oder ob wir da was anderes hinmachen. Ich weiß gar nicht. Also hier links haben wir jetzt Kaktus. Hier rechts weiß ich nicht, was da hinkommt. Wir müssen ja noch Bambus machen. Creeper kommt da auf jeden Fall nicht hin. Die kommt hinter uns. Aber Zuckerrohr müssen wir noch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt Zuckerrohr hinkommt oder Bambus. Müssen wir nochmal gucken. Aber Kaktus ist schon fertig. Es droppt jetzt nicht so geisteskrank viel daraus. Das ist natürlich auch logisch. Guck, da ist der nächste schon. Aber hier und da kommt auf jeden Fall mal immer ein Kaktus vorbei. Und so sieht das aus. Hammer, oder? Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, wie das hier aussieht. Es sieht übelst nice aus. Wir haben hier diese Holzvertäfelung weitergezogen bis hier. Dann haben wir hier zwei hoch. Wir haben alle Räume fertig gemacht. Wir haben überall die Kakteen hingesetzt. Mit Zauntoren hier gemacht, damit die Kakteen auch, wenn die runterfallen, nicht auf den Zauntoren liegen bleiben. Oder beziehungsweise auf den anderen Dingern. Was macht da normalerweise rein? Glasscheiben, kenne ich das Design. Ja. Und das hier funktioniert tatsächlich alles ohne Probleme. Alles mit Wassersystem, kein einziger Hopper wurde in dieser Farm verwendet, kein einziger Dropper wurde in dieser Farm verwendet, sondern wirklich einfach nur kein Redstone, nur Wasser. Und ja, bis zu unserem zentralen Storage-Punkt geht das auch tatsächlich hier so perfekt lang hier drunter und kommt dann hier raus. Und ich finde, das sieht so, ist so geil. Und das Ganze kommt, da ist der nächste, und das Ganze kommt dann natürlich hier rein in unseren Storage Sorter. Da haben wir schon gesehen, hier müsste gleich ein Kaktus durchkommen. So, aha, da ist er schon. Wir können ja mal ein bisschen mehr reinpacken, damit man es so ein bisschen nachverfolgen kann. Die ganzen gehen hier lang, hier lang, hier in diesen Dropper und dann hier in den Aufzug. So, zack, 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 geht alles nach oben, ganz entspannt. Kommt dann, also das kennen wir ja ab hier, ne? Also das geht dann ganz normal in unser Lagersystem. Geh mal ganz kurz wieder zurück, dass ich hochgehen kann und euch zeigen kann, wo der Kaktus denn auch im Endeffekt ankommt in unserem Lagersystem. Denn dafür habe ich extra eine neue Rubrik gemacht. Der kommt nämlich ganz geschmeidig hier an. Da haben wir schon 18 Stück drin. Wow, schon echt viel. Vor allen Dingen, also nicht nur 18, hinter dem Kaktus der Hopper, also nicht der hier, sondern der da drüber, der fürs Sortieren verantwortlich ist, da sind auch schon 41 Stück drin. Ne? Aber sind da schon ganz schön viele angekommen. Und jetzt möchte ich noch eine Sache mit euch machen, denn Kaktus ist so eine Sache, die wird irgendwann möglicherweise voll gehen, komplett. Das heißt, die kommt natürlich auch unten ins Bulk-Storage-System. Das heißt, hier kommen auch Kakteen hin. Die müsste natürlich auch noch bis 41 voll. Zack. Dann haben wir hier Kaktus. Der wird auch noch unten gedroppt ins Bulk-Storage-System. Und warum wird er runtergedroppt ins Bulk-Storage-System? Das ist natürlich auch ganz einfach, damit wir da Kaktus massenlagern können. Ich wollte gerade sagen, sage ich mal, aber das ist ja exakt das, was wir vorhaben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo war der Kaktus? Das ist Gunpowder. Aha. Ah, hinten rechts. Da soll Kakteen hin. Hier. Das heißt, hier muss theoretisch einfach mal der Kaktus hin. Und wenn oben die Kisten voll sind, komplett mit Kaktus,
dann wird sich das Ding hier füllen. Das heißt, übelst easy gemacht, oder? Dass ich die Filter hier so offen habe, einfach so Hammer. Also ich bin sehr happy, wie das alles funktioniert. Hier kommt jetzt immer mal wieder Kaktus raus. Ich möchte doch einmal gucken, wie da ein Kaktus rauskommt. Komm, bitte einmal, fürs Schluss der Folge. Komm, gönn. Gönn bitte einen Kaktus. Kaktus, 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 nicht Alge. Kaktus, komm. Gönn. Ah, ui, ui. Okay, ich liebe das. Leute, das war's aber mit dieser Folge von Craftec. Wenn es euch gefallen hat, seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Riesenprojekt in einer Folge durchgehauen. Als nächstes machen wir etwas oberhalb, denn... Oh, wir haben noch eine Sache zu tun. Sorry, Kommando zurück. Folge noch nicht zu Ende. Eine kleine Sache müssen wir noch tun. Und zwar hier stacken. Nein, Quatsch. Hier. Nach da. Und nach da. Und hier. Aha. Müssen wir jetzt oder können wir jetzt... Die Kaktusfarm. Wo ist sie denn? Überfarm, Wüste, Pyramide, XP-Schein. Kaktusfarm. Da ist sie. Die können wir abhaken. Die ist fertig. Statt 2 Streams haben wir 3 Streams gebaut. Aber das ist okay. Für die anderen Farmen werde ich, denke ich mal, auch so 3 Streams brauchen. Es leert sich langsam. Der Schnellofen, die Zuckerrohrfarm, die XP-Station, Bambusfarm, Mos Eisley, die Creeperfarm, die Pyramide oben aus Gold, das, der Wassertempel zu Ende und die Gänge, der Lufttempel und die Wüste inklusive Statue. Es wird auf jeden Fall wahnsinnig cool. Und ja, in den nächsten paar Folgen wird auch noch ein Special Guest mitkommen in Craftec. Aber das seht ihr dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.